Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgehackt Watch Dogs. Ja, wir sind in einer neuen Aufnahmesession. Und ja, draußen ist es extrem warm, strahlende Sonne und wir haben uns gedacht, bleiben wir lieber drin und spielen eine Runde. Ja, und ziehen uns schneeblind an. Genau, und ziehen uns schneeblind an. Gleich im neuen Gewand. Ja, erst einmal, wir haben einen neuen Controller. Und zwar diesmal einen richtigen Xbox-Controller. Das heißt also, ich bin total am Arsch, weil ich jetzt mich nochmal an einen neuen Controller gewöhnen muss. Aber ich habe ihm schon gesagt, er wird ihn lieben lernen, denn im Vergleich zu dem klobigen Exemplar, was wir vorher hatten, ich habe ihn einmal in der Hand gehabt, habe mich sofort viel wohler gefühlt. Na, ich schau mal. Ich muss erstmal mit klarkommen. Also wundert euch nicht, wenn. Also ich bin jetzt erstmal wieder am Pad und wundert euch nicht, wenn ich jetzt erstmal am Anfang komplett versage. In allem. Ja, beim letzten Mal hatte ich ja dieses Gang-Versteck versucht auszuräumen. Genau. Habe mich, nachdem ich vom ersten Gegner entdeckt wurde, dann durchgeballert. Ja. Dann sagte mir das Spiel, du hast es verkackt. Die Mission ging aber trotzdem weiter. Habe Genau. ich noch einen erschossen, dann hat es mir gesagt, du hast es nochmal verkackt. Ja, weil du dann nämlich den erschossen hattest, den wir eigentlich erst aufstöbern sollten. Ja, von der Story her sind wir jetzt gerade an der Stelle, unsere Familie wurde entführt von den Damien, unserem ehemaligen Partner. Ja, also unseren Neffen haben wir schon wieder zurückbekommen. Genau, Den haben wir schon den gerettet. haben wir gerettet. Aber Niki hat sich mal wieder fangen lassen. Ja, was soll das eigentlich immer? Naja, jedenfalls, ja, die Niki wurde gefangen genommen und da kriegen wir schon wieder irgendwas, bestimmt wieder ein neues Verbrechen, ach, irgendwas Online-Ding, okay. Und dann haben wir halt versucht, hinterrücks irgendwie Informationen herauszubekommen gegen den Damien und herauszufinden, wo vielleicht die Niki ist. Hat aber nicht ganz funktioniert und der Damien hat gesagt, mach das noch einmal und dann aber setzt was. Ja, So dann ungefähr. kriegst du den Klaps auf den Genau, Po. und deswegen müssen wir als nächstes für Damien arbeiten, der ja versucht, diesen Hacker ausfindig zu machen, der damals auch in der Intro-Mission dafür gesorgt hat, dass er die Mission fehlgeschlagen ist, Ja. weshalb den Damien alle Knochen gebrochen wurden und unsere die kleine Nichte, Nichte. Lena. Ich vergesse immer dieses Wort Nichte. Ich weiß auch nicht warum, dass die ja dabei gestorben ist. Ja. Naja, jetzt hören wir uns dieses Audilog erstmal an. Meine Fresse, ja, wir haben es verstanden, es gibt sonst viele Sachen. Ja, das war also wieder in Gilliger Bellic. Da ist ja die Story immer noch so, dass ja der eine Typ mittlerweile Er hackt seine Tür auf, das sehe ich ja jetzt erst. Oh, guck mal, ein Motorrad. Also, wie wir mit Steuerung klarkommen hier. Wie sind wir eigentlich auf der Baustelle? Gutes Versteck auf der Baustelle. Wuhu! Oh Mann. Ja, wir hatten ja gesagt, dass wir jetzt immer so alle zwei, drei Folgen mal eine Story-Mission machen und zwischendurch optionales Gedöns, Genau. dass da mal so ein bisschen Struktur reinkommt und ihr nicht manchmal 10 Folgen keine Story-Mission mehr sieht. Genau. Da war das Gangversteck, wo du ja So ein Scheiß. dich fast erfolgreich durchgeballert hattest. Ich war so gut. Ja, ich war erstaunt, dass du dich so gut gehalten hast. So. Wo war denn jetzt die Story-Mission? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal heute Ja. mit der Story-Mission machen wir mal weiter. There's gotta be a way through this. Damien's all ego. He needs this victory. Ich glaube, du bist gedient. Oh, ich habe Schnellreise gemacht. Ups. Find that second hacker and you'll let Niki go. Do I believe that? Doesn't matter. Right now I got no other options. Ja, wir haben keine andere Wahl. Dann legen wir mal los. Akt 2. Der Pfand. Hier sind wir in unserem Hauptversteck. Son of a bitch. Fucking Murlock job. Alright, Damien. Let's see if there's something you missed. Right there. Damn it. What the? Hey, it's me. Whoa. You called.
put me here. Shit. I have a lot on my mind. Yeah? Okay, come here, take a look at this. Oder so einer unauffälligen Person arbeiten. I know. Files corrupt. Do you have any ideas how to make the video play? This isn't fixable. You need the original. Running a search on your CTOS access. That's what I wanted to talk to you about. See, I don't think he knows about this. He would have bragged. I know him. Who would have bragged? She might be a lead. Or not. Gotta stay a step ahead of him. Are you in trouble? Nein, niemals. An IP address. Yeah, you gave that to me. Can you find where that leads? What is all of this? Aiden, answer me. I'm not doing anything until... He took her, Clara. He's using my sister as collateral. Oh my god. The man we traced? Yeah. Damien Brinks. I can't help you. I'm gonna go. We'll talk later, right? After you're done. Shh, shh, shh. Uh-huh. Oh, was ist los? What's happening? Was zum... Okay. Ja, das ist bitte gehört. Wow. Oh. R2. Bam! Ach du Scheiße, was ist los? Tanken Sie Clara gegen die Angreifer? Da! Kommst du auch in die Deckung? Versuche ich ja gerade, geht aber nicht! Ja, dann kommt sie da. Hallo, nein, du hast den falscher Knopf! Ich weiß nicht, wer die Steuerung. Ja, du konntest ja letzte Woche nicht. Wegen so unwichtigen Sachen wie Uni. Ja, sorry, ja, es tut mir leid, dass ich Prüfungen hatte und Uni. Ich weiß, Watch Dogs ist sich wichtiger, aber meine Güte. Du fokussierst dich nicht genug auf das, was wichtig ist. Es ist. Ach, sie kann auch sie schießen. Sie kann selber schießen. Ach, ach, aber Deckung, ich bin doof. Okay, jetzt aber. So, was ist hier? Okay. Ja, ihr merkt, oh Gott, ist eine Weile her, ich glaube 2 Wochen oder so. Ja, ich glaube 2 Wochen. Naja, fast, beim letzten Mal haben wir am Anfang der Woche aufgenommen, diesmal am Ende. Okay. Also fast 3. Okay, mal ganz kurz gucken. Oh Gott, ich kann das jetzt halt wieder. Was haben wir denn da? Ne, okay, Sniper wäre jetzt nicht so gut. Nummer 1. Ah. Es ist gut, dass dieses Land eine sehr interessierte Polizei hat. Ja. Der ist weg. Na, wer will? Wer will? Wer hat noch nicht? Ein schönes Loch im Gesicht. Muahahaha. Ach, Quatsch, das ist... Jetzt rennt sie weiter. Ach, ah, okay, was war das? Boom. Na, den letzten. Achso, da ist jetzt nach, da. Na komm raus, komm raus. Rechts, ist nach rechts gelaufen. Oh, er kann da durchschießen. Ah! Oh Gott! Ich komme mit diesem Controller nicht klar! Zeig deinen Kopf! Zeig deinen Kopf! Ah, fuck! Sind wieder neu! Nein! Boah! Entdeckung! Und haben wir es gesagt, dass man sich hier irgendwann verteidigen muss? Wir haben es gesagt. Das stimmt. Komischerweise kann man die Sachen jetzt nicht hacken. Doch, bestimmt irgendwo. So, du stirbst. Deine Maschinengewehr kannst du auch gedrückt halten, ne? Du musst nicht einfach. Ja, das ist ein Feuerstoßding. Den kannst du bis jetzt zielen. Neutralisieren. Ah, ja, vorbei. Ja. Das ist auch eine Straße. Ja, oh, da sind wir schon, Feller. So, Ramen hat das perfekt durchschaut und ist schon mal runtergesprungen. Genau, ich wusste, dass es gleich Verstärkung bestimmt kommt. Boom! Oh, jetzt hab ich Blackout gesagt.
Du bist der Böse. Haha. Rechts, was ist er denn jetzt? Ja, warte, gerade. Ist er gerade auch rot überlegt? Da ist er. Auto, Auto, rechts ist ein Auto lang gefahren. Sehr gut, ich habe alles getroffen. Außer ihn. So. Versucht so viele wie möglich zu neutralisieren. Das ist geplant, dass du die Beine schießt. Genau. Oh, die treffen mich die ganze Zeit. Was soll denn das? Der Typ da oben lebt immer noch. Ich finde es gut, dass Clip. Oh, Sniper, verdammt. Sniper. Scheiße. Hilfe. Wow. Oh, Clara wird gesnipert. Clara wird gesnipert? Oh, fuck. Oh, oh mein Gott! Oh, jetzt ist sie wieder geheilt. Clara kann sich offenbar heilen. Das finde ich auch sehr gut. Also Clara ist schon mal eine, die sich zumindest verteidigen kann. Das finde ich sehr gut. Lauf weiter, fast geschafft. Da ist doch irgendwo einer noch. Aber der scheint auf dem Dach tot zu sein mittlerweile. So, jetzt nochmal ganz kurz. Wo sind die Sniperchen jetzt? Da, wo die roten Schwäne herkommen. Ich voll daneben schieße. Oh Gott. Vielleicht hättest du doch erst meine Mission zum Eingewöhnen machen sollen. Ja. Ah! Ich find's gut, dass sie auch in Deckung gehen, wenn sie merken, da schießt jemand. Ja, wenn das 2014 nicht so wäre, dann wäre irgendwas ein bisschen falsch. Warte, da war doch gerade. War doch gerade. Der war doch gerade irgendwo. Ich hab doch kurz. Irgendwo dahinter, verdammt. Kannst ja mal in der Deckung bleiben und die Kamera da oben hacken. Vielleicht kannst du mir ja von da ausschalten. Da sprengen. Oh nein. Ah, jetzt krass! Aber jetzt müsste er für dich in Sicht sein, theoretisch. Ja, Clara und ich haben ihn ausgeschaltet, sehr schön. Jetzt noch die Sniper da oben irgendwie. Nummer 1. Ach, Clara hat schon einen Sniper erledigt. So! Oh, meine Fresse. Zu ihrem Wagen? Ach, Claras Wagen wahrscheinlich. Kommen wir jetzt einfach hier durch. Ich muss so hoch, sonst läuft sie nicht, oder was? Wo ist denn jetzt? Ich glaube, wir noch hier oben. Ah, nee, da ist sie doch, da ist sie doch. Sie ist ein braves Mädchen, sehr schön. Vorsicht. Ah, so meine Güte. Deckung, Deckung. Alle tot? Ja. Oh, ja. Sehr gut. Haha. Rechts, rechts. Wer von denen? Egal, jetzt komm rein. Hallo? Nein, du sagst. Y. Versuche ich ja gerade. Achso, sie ist. Hä? Sie. Ach so. Hallo? Hallo? Es war offenbar nicht geplant, dass du mitfährst. Ach so! Na toll! Ah! Oh, oh Gott, aufs Gas! Mach ich ja! Er ist nicht gefahren! Ich hab die ganze Zeit auf Gas gedrückt! Hoffen wir, dass nach dem ersten Ziel zwischengespeichert wurde. Oh, so ein Mist! Ich dachte, ich darf jetzt mitfahren! Fährt die einfach ohne mich? Was soll denn das? Ich glaub's ja nicht. Die ist eiskalt ohne mich losgefahren, was soll denn das? Ja, so jetzt. Ja, tschüss Clara! Oh, jetzt trifft doch mal, meine Güte. So. Das liegt in deiner Hand. Nein, das ist komplett anders. So. Okay, diesmal ist aber auch keiner hinter dir. Ich auch. Also nach dem Laden besser als vorher. Okay. So. Okay, mit Laden war es jetzt einfacher als gedacht. Entschuldigung. Hallo? Trägt er mich ab? Okay, aber nach ihrer Reaktion ist ja anzunehmen, dass sie damals die dritte Hackerin war. Könnte sein. Fuck, wer bist du? Also zumindest kennt sie Damien und sie hat irgendeine Verbindung zu Damien auf jeden Fall. Wo ist denn jetzt? TV is reporting a fire at the El Motel. You can't just check out like everyone else. When have I ever done like everyone else? Are we bantering? It's been so long I'm tongue-tied. Savor it. Is you not gonna see it again? Lost my network, I need some equipment. Not my concern. You didn't want to work as a team. This is your problem, you figure it out. But do it quick, I need your head in the game. Hey, sweetheart.
kind of wants to talk. Aiden? Jackson? Is my baby okay? He's safe. Where are you? I don't know. It's cold. I was blindfolded the whole way. I'm scared, Aiden. I know you are, and I'm getting you out. Look, I know Damien. He's not crazy. He won't hurt you. Just be careful around him. What do you mean you know him? He kidnapped me. He's trying to get to me through you. What? Time's up. My God, what did he say to her? The poor girl's in tears. Damien, put her back on. You want to continue this little chat? You follow that IP address and get me something I can use. Ta-ta. Der ist nicht verrückt. She's somewhere cold. Maybe outdoors. I'll keep her talking and maybe I can find where she is. Tja. Okay. Also hat Damon 100%ig Nikki und aber erstmal Nikki scheint sicher zu sein. Doch. Wo sind wir jetzt eigentlich hin? Da hin. Aber ich sage, es steht viel auf dem Spiel. Wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, dann kriegt sie einen Klaps auf den Po. Ja. Mindestens. Mindestens, ja. Ja, da überfährt er wieder einen. Du hast mit einem Überfahrenen zwei Zivilisten verletzt. Er hat sich offenbar ein Bein und ein Arm gebrochen. Wahrscheinlich. Oh Mann. Dieser Arsch von Damon, ey. Ich bin gespannt, was jetzt Clara gleich zu uns sagt. Also es kann schon sein, dass sie der dritte Hacker war. Es würde auch Sinn ergeben, weil sie ist ja schließlich hier Dead Boy 17 und Mitglied von DeadSec und so weiter. Von der Hackerorganisation, die ja gegen das CTOS kämpft. Dead Boy, meinst du? Was hat Dead Boy gesagt? Dead Boy 17. Hieß nicht Dead Boy? Bad Boy. Ach, Bad Boy hieß er. Okay, der hat Bad Boy. Ja, ich dachte jetzt Dead Boy und Totenschädel und so, ne? Also, das ist so ein Totenschädel, so ähnlich. Oder DAT geschrieben. Wie von Dead Ass, Dead Boy. Genau, Dead Boy. Man, Dead Boy. Ja. Der scheiß Damon, ey. Jetzt haben wir so ein bisschen Zeit, über gute Gedanken zu kommen. Fuck. Quatsch. Das Schlimme ist, dadurch, dass ich so oft das sage, glaube ich, wenn ich in irgendeinen Titel reinschreibe, wie zum Beispiel Dead Space, ja, dass sie dann, glaube ich, Dead Space lesen. Dead Space. So, wie es weitergeht in dieser faszinierenden Geschichte, werden wir beim nächsten Mal dann erfahren. Wenn ich ins Wasser falle. Das war doch ein spektakulärer Einstieg in diese Folge. In diesen Aufnahmesession. Und ja, dann werden wir beim nächsten Mal sehen, ob es ähnlich spektakulär weitergeht. Mal sehen, was Clara noch auf Lager hat und wie gut ich mich noch anstelle. Ja. Bis zum nächsten Mal, euer The Ramen. Und euer Grauton. Ciao.